Hallo, Grüße mit den Hand. Herzlich willkommen heute in der Bastelgarage. Freut mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute geht es um den dritten Teil meiner Werkbank. Und zwar sind dieses Mal die Schubladen dran und hier noch zwei Einlegeböden. Mein Problem ist im Moment, ich habe hier die vierte Schublade, die hier oben rein soll, habe ich hier, aber mir fehlen im Moment die Schubladenführungen. Es scheint ziemlich schwierig zu sein, 20 cm Schubladenführung, die komplett ausgezogen werden kann, zu bekommen. Aber im Prinzip ist es ja, ihr sitzt ja in den anderen Schubladen und genauso funktioniert das hier auch. Nur, dass ich hier halt die Absauganlage habe und hier ein Brett vorgemacht habe, dass diese Schublade etwas kleiner wird. Seid gespannt, denn es gibt zum Schluss noch eine kleine Überraschung und will ich jetzt aber jetzt noch nicht verraten. Seid gespannt, bis nachher. Fangen wir mit den Schubladen an. Ich habe mir hier schon einige Bretter zurechtgesägt. Es fehlen noch zwei oder vier Stück, glaube ich. Und dann basteln wir die mal zusammen. So, einige kennen ja vielleicht schon meine 90 Grad Winkelhalter. Die machen wir jetzt mal hier fest. Die werden einfach mit einer Schraubzwinge hier festgeklemmt. Dann kommt hier oben das Querbrett. Muss man das ein bisschen einrichten. So, und dann wird die Ecke hier auch mit einer Schraubzwinge festgemacht. Und schon passt hier der 90 Grad Winkel genau übereinander. Das ist so eine Siebdruckplatte, die ist als Boden der Schublade gedacht. Das verschraube ich jetzt auch nur. Leimen hat keinen Zweck, weil auf dieser glatten Fläche hält ja nichts. Gebaut ist das Ganze aus 9 mm Siebdruckplatte. Die Ränder sind aus 18 mm Pressspan. Die Vorderseite aus 12 mm Pressspan, weil hier kommt noch ein Brett drauf mit dem Griff, damit das schön aussieht. So, und davon baue ich mir jetzt insgesamt erstmal drei Stück. Ich muss so eine kleinere Kiste bauen, aber das machen wir dann nachher einzeln. Ich sehe gerade hier, steht die Kante ein bisschen über. Dann ist das Brett schief gesägt. Da muss ich da nochmal dran. Um nun die Schubladenschienen festzumachen, fräse ich mir hier einen Spalt rein, wo diese Führung ein wenig versenkt wird. Das Mittelteil, weil es Pressspann ist, kann man eigentlich ganz gut mit einem Stechspeitel rausmachen. Das ist jetzt der Schieber von meinem Vakuum-Saugtisch. Das Brett ist zu schmal, ich muss das bis hier hinten hin haben. Jetzt mache ich das erstmal ab. Ach, sie sollen jetzt die Verblendungsvorderseiten von den Schubladen geben. Ich habe auch noch ein paar schöne Griffe gefunden in meiner Schublade. Löcher vorgebohrt für die Griffe, wie gesagt. Und das schrauben wir jetzt mal drüben an. Das wird vorne verblendet. Unten kann man die anderen beiden Schubladen noch sehen. Das kommt drüber. Dann steht das rechts und links ein wenig über, damit das an dem Balken anschlagen kann. Dann schrauben wir es mal fest.
So, jetzt müssen wir noch hier diese beiden Einlegeböden rein. Erstmal einen Einlegeboden rein. Und zwar muss ich eine Höhe von 40 cm haben. Das ist hier. In der Einleitung hatte ich von einer kleinen Überraschung gesprochen. So sieht das fertige Teil aus. Und zwar ist es ein kombinierter Glaspapierhalter mit Klebebandrolle, Abreißvorrichtung und hier unten drunter ist noch Papier drin. Und zwar ist das hier eine Rolle Tapete, alte Tapete einfach. Kostet nicht viel und kann man immer wieder brauchen. Ich decke damit hier meinen neuen Arbeitstisch ab, weil den versaut man sich so leicht. Wenn ich jetzt irgendwas lackiere, streiche oder mit Wachs mache, dann bleibt das Papier hier drin. Und wenn ich es nicht mehr brauche, kann ich es entweder wegwerfen oder, wenn es noch zu gebrauchen ist, rolle ich es hier wieder auf. So. Und das Ganze kommt jetzt bei mir hier in die Ecke. Da stört es nicht. Und da kann ich jederzeit, hier habe ich jetzt Glaspapier von, ich soll doch mal sehen. Und, 60, nein, 40, 60, 80, 100. Und das ist eigentlich super. Mir fällt da gerade noch was ein. Und zwar werden sich einige fragen, warum ich das nicht unterteilt habe, die Rollen. Ist eigentlich in meinem Fall nicht so besonders wichtig. Dazu brauche ich das ganze Papier zu wenig und da sind, glaube ich, 25 Meter jeweils drauf. Wenn ich also mal eine Rolle wechseln muss, muss ich halt das Ganze rausnehmen, die Rollen abmachen und nur die leere Rolle, die leer ist, wieder neu auffüllen und die anderen wieder drüber machen. Dürfte aber eigentlich ja dann kein Problem sein. Um nun für dieses Klebeband hier eine Führung zu haben, das ist ungefähr 7,5 cm, habe ich mir jetzt hier Pressspanbretter, 20 oder 22 mm dick, 8x8 cm und eins ist dann nur noch 12. Das ergibt dann zusammengelegt die Dicke des Klebebandes. So, und jetzt säge ich das an der Bandsäge einfach mal aus. Ich habe hier vorher ein 6 mm Loch reingebohrt, damit ich hier, ich zeige es mal, in meine Bandsäge reinkomme. Hier kann man mal sehen, wofür man das Ganze überhaupt gut braucht. Ich habe jetzt hier ein Stück Papier drunter gelegt, damit ich mir nicht immer alles versaue. Und jetzt leime ich einfach die drei Teile zusammen, die Führungsschiene. Hier oben in der linken Ecke möchte ich eigentlich etwas machen. Ich möchte den Tisch nicht immer versauen. Ich habe jetzt hier eine Rolle Tapete, ja, und ich möchte jetzt hier eine Wicklung haben, dass ich einfach das Papier an der Seite rausziehen kann über den Tisch. Und wenn ich zum Beispiel etwas leimen möchte, dass ich das hier machen kann und alles versauen kann, ohne dass unten drunter alles schmutzig wird. Vorgestellt habe ich mir jetzt eigentlich hier hinten, ich habe noch mehrere Tapetenrollen, weil das Problem ist, es gibt unterschiedliche Durchmesser, aber ich denke, für meine Zwecke reicht hier ein 16 mm Stab, das ist auch ein Restrollenstab. Und zwar möchte ich hier hinten dieses Papier hier hinten so festmachen und oben drüber
Glaspapier, Schleifpapier machen, was ich oben abziehen kann. Gleichzeitig möchte ich hier am Rand soll eine Führung für Klebeband gemacht werden, damit ich mir an der Seite einfach ein Stück Klebeband rausmachen kann. Das ist jetzt ein Stück Buchenholz, 18 mm, das sind die Seitenwände, das ist 23 x 15 cm. Und hier kommt jetzt der Buchenstab hin. Ich zeichne das mal so ein bisschen an. Da kann man sehen, da soll später die Rundung drin liegen. Ich beabsichtige, den Stab von der Seite aus hier reinzuführen. Das bedeutet, ich müsste hier eine Führung haben. Ich denke, die mache ich sogar ein bisschen schräg. Dann ist das gar nicht so schlecht. So, kann man das sehen? Und hier soll das ja reingeschoben werden. Also muss ich mindestens 16 mm, ich mache es ein bisschen größer, damit ich Platz habe. So. Der Stab soll dann hier von der Seite aus reingeführt werden und hier drin liegen bleiben. So, und das säge ich mir jetzt mal an der Bandsäge aus und mache anschließend direkt das Gegenstück, die zweite Seite, genauso. Die Führung ist auch richtig gut, das kommt jetzt hier rein. Und jetzt muss ich aber für die Rolle Klebeband hier oben eine, im Prinzip eine Art Kiste drum bauen, damit ich die anderen Rohre festmachen kann. Dazu wollte ich jetzt eigentlich so etwas hier drum basteln, ja, damit das Klebeband da drin laufen kann. So, hier habe ich mir jetzt zwei 8 mm Löcherbohrer rein. Hier habe ich mir jetzt zwei 8 mm Löcher reingebohrt und da sollen die Holzdübel rein. Jetzt auf der anderen Seite muss ich ja die Gegenstücke machen. Ich habe hier solche auch Führungen. Das sind eigentlich ja, speziell für Dübel. Die haben oben so eine kleine Spitze. Die kommen einfach hier rein. Dann wird das hier drauf gesetzt, ungefähr einmal, dass es gerade ist, vorne und hinten. Und dann haut man einmal drauf und dann hat man, ich versuche es mal zu zeigen, hier hat man dann ein Loch und weiß genau, wo man jetzt bohren muss. Das hier ist jetzt mein Tiefenanschlag, einfach ein Stück Klebeband drum geklebt und jetzt bohre ich mal die Löcher dabei. Das Brett dübel ich jetzt nicht, das schraube ich fest, und zwar, weil ich das nachher noch mal auseinanderbauen möchte. Kommen wir wieder zu der Führung für das Klebeband. Das kommt hier so rein. Dann kann das schön rollen. Und damit das rollt, machen wir hier 8 mm Holzdübel rein. Ich leime die ein bisschen ein. So, und das ist dann die Führung, wo das Klebeband rollt. Und das gibt dann die passende Führung dazu. Das heißt, das kommt jetzt hier oben einfach so rein. Und dazu müssen wir halt hier jetzt eine Vertiefung reinsägen, damit das hier drin rollen kann. Das mache ich auch in der Bandsäge. Ja, da haben wir die Löcher drin. Jetzt kommt das Klebeband hier rein. Und läuft, dann kann man prima dann hier abziehen. Vorne muss noch etwas hin zum Abreißen, aber das machen wir alles später. Das habe ich mir jetzt als Rückwand rausgesucht. Das ist 60 x 25 cm und Reststück Pressspan, ich glaube 18 mm. Und zwar damit die Seitenteile, damit ich jetzt ein vernünftiges Maß bekomme, schraube ich die jetzt erstmal hier dran. Später werden sie geleimt, aber ich muss sie, um die Führung für diese Rollen hier zu haben, muss ich das nochmal auseinander machen und hier nochmal Führungen reinschneiden. Jetzt habe ich mir hier was angezeichnet. Dieses Rohr soll hier rein. Das ist, wie gesagt, die Führung. Das habe ich mir angezeichnet, rechts und links. Und das ist ein 40er HT-Rohr. Da bohre ich jetzt mit dem 40er Forstner-Bohrer ein Loch in beide Seiten. Und hier auf der Seite kommt das Loch rein und ich schneide hier das Ganze aus, damit man das Rohr hier
schräg reinführen kann und hier runterlassen kann. Ich habe mich jetzt entschieden, doch statt einem 40er einen 45er Forstner Bohrer zu nehmen. Ich denke, ein bisschen 5 mm Spiel rundherum, das ist eigentlich, müsste optimal sein. Ja, schönes Loch, das ist jetzt ungefähr einen Zentimeter tief. Auf der anderen Seite sieht das so aus. Wie gesagt, hier unten ist die Führung für die, ich sag mal, Tapetenrolle. Und hier kommt das große rein für die Glaspapierrollen. Alles wieder zusammengebaut. Wie gesagt, hier ist das Loch, das Rohr soll hier rein. Und das kommt ja nachher hinten in der Ecke an die Wand, kann also nicht rausrutschen. Und deshalb mache ich jetzt mal hier eine Markierung, wo ich das Rohr abschneide. So, das mache ich mal gerade. Das ist 8 mm Multiplex und das kommt jetzt hier vorne als Verblendung drauf. Ich denke mal, dann kann man schon mal sehen, was es werden soll. So, das hier gibt den Deckel, den machen wir klappbar. Und hier vorne kommt die Abreißkante hin. Das heißt, wenn das Glaspapier hier rauskommt, wird das hier drüber gezogen, kann hier vorne abgerissen werden. Natürlich ist das Holz nicht so besonders widerstandsfähig, deshalb habe ich hier einige Metallsägeblätter. Und die kommen hier vorne drauf, damit man das hier über die Kante abreißen kann. Die fräse ich jetzt ein bisschen ein. Ich habe das anhand dieses Blattes eingestellt. Das ist jetzt die Phase, die ich da rein gefräst habe. Das Ganze kommt jetzt hier oben drauf. So, und dann sind hier diese Sägeblätter. Die wollte ich eigentlich auch festschrauben. So, da ist natürlich jetzt ein bisschen lang. Schneiden wir das Ganze mal ab. Hier habe ich schon ein kleines Problem. Und zwar lässt sich dieses Sägeblatt nicht borgen. Das zerplatzt direkt. Ich muss wahrscheinlich irgendeinen Kleber, ich muss mal sehen, vielleicht ein doppelseitiges Klebeband oder irgendetwas drunter machen. Mache ich aber gleich. Jetzt will ich den Deckel hier zum Aufklappen machen. Ich habe mir hier so ein Scharnier besorgt. Und das schrauben wir jetzt mal hier drauf. Das ist 60er. Und da geht's auf. Dann fangen wir damit mal an. Gehen wir von grob nach fein. So, dann habe ich hier 80er. Hier ist 100er, 100er und 120er. Und jetzt kann man einfach hier sich ein Stück rausnehmen, entlangreißen. Super, wirklich schön. Und dafür ist halt einfach das Papier ideal. Ich kann jetzt hier verschiedene Sachen etwas wachsen und brauche mir keine Gedanken darum zu machen oder wenn ich etwas spritze oder lackiere, dass ich dann hier den Tisch versaue. Super. Und hier kann das jetzt auch kurz liegen bleiben. Sieht man ja, hier sind schon die Flecke. Und das hätte ich jetzt normalerweise, je nachdem, was das für eine Farbe ist, auf der Bank drauf. Und wenn das Papier nicht ganz verschmutzt ist, kann man das auch sogar schon wieder schön hier aufwickeln. So, fertig. Ja, das war's mal wieder für heute. Ich denke mal, das Teil hier habe ich wirklich weitergebracht, obwohl mir immer noch die Führungsschienen für die vierte Schublade fehlt. Aber ich war jetzt mittlerweile in 3 Baumärkten. Ab 30 cm ist sowas zu bekommen, aber 20 cm nur Teilauszug. Und wie gesagt, ich möchte gerne einen Vollauszug haben. Wir sehen uns demnächst wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss, bis demnächst. Euer Jürgen aus der Bastelgarage.